Und die Zeit im Zug habe ich bisher immer damit verschwendet, irgendwie auf Facebook zu scrollen. Und irgendwann dachte ich, ich kann doch einfach Gedichte schreiben und sie fremden Menschen schicken. Und genau. Es gibt ein Gedicht, was mir gerade eingefallen ist zu dieser wundervollen Situation. Und da ich jetzt eigentlich zu jedem Thema in der Lage bin, ein Gedicht vorzulesen, was meine Freunde, glaube ich, mittlerweile nicht mehr so lustig finden, lese ich das Gedicht vor, das da heißt Freunde, Knödel, Vertrauen. Wir kennen uns schon Jahrzehnte, fast seit immer. Sie erwähnte schon mal, dass sie das erstaune, dass da nie mehr mal in der Laune. Du warst vergeben, meine Antwort, an den Matthias Groß aus Sanford. Das ist mir klar, ich meine trotz allem. Sie ließ den Kippenstummel fallen und blieb da stehen. Laternenlicht und Schnee und Flocken schoben sich stumm in ihr Haar, so weich wie Watte. Und eine schnulzig schöne Platte fing da in meinem Kopf das Spiel an. Durch die Kastenbrille fiel man, blick dich anders plötzlich sie an. Da war plötzlich viel zu viel, Mann, so mit Klopfen, doch Vertrauen, so mit Mut zum Liebe bauen. Nur ein Blick, nur eine Sekunde oder auch eine Viertelstunde standen wir da wie betreten. Dann war nix, so ungebeten war Romantik uns begegnet. Und wann immer es jetzt regnet, denke ich, nix, bloß wenn es schneit. Und so Flocken da zu zweit aneinanderklebend sterben und zu Matsch auf Straße werden, ja, dann denke ich an uns beide, dass ich lieber Freunde bleibe. Dass es gut ist, dass da nie mehr, dass du schön bist, aber ich sehr an dir hänge, als Vertraute, der ein Baumhaus ich einst baute, der ich Lieder sang, sehr laute, oder Omas Knödel klaute, die du liebtest wie nichts Zweites. Ja, so wie du mich begleitest, soll es bleiben, immerfort. Und beim Zweifeln hier und dort, dass da mehr, doch bleib ich nüchtern. Du, da war was, zwar ganz schüchtern, doch erinnern tue ich sicher. Da war Schnee im Tanz der Lichter, der Laterne, und du schnipptest eine Kippe weg und wipptest. Und da war so eine Sekunde. Aber weißt du, so im Grunde will ich alles so belassen. Deine Wattehaare fassen kann ich auch ganz ohne Petting. Und eine Freundschaft ist das Setting, das ich brauche. Du sollst bleiben, will nicht Ehekrach und Scheiden. Was ich meine, ich brauch dich, ehrlich. Da ist Liebe zu gefährlich. Ich habe die nummeriert, dadurch, dass ich das jetzt aufgemacht habe, ist alles weg. Also falls euch irgendein Wort einfällt, Hey, Lesen! Ja, okay, ficken. Ist ja erlaubt, oder? Ja, ja. Aber Penis gehört. Penis? Habe ich alles. Wollen wir ficken? Also der Mensch, ich kann auch gleich sagen, wie er darauf reagiert hat, weil er hat... Wollen. Von Wollen kann keine Rede mehr sein. Er drückt viel zu feste, küsst stechend, allein sein Bart spricht mich an. Also schließe ich die Augen, um leise zu prüfen, ob die Wänden was taugen. Doch auch hier viel zu gierig, seine Schultern sind schmierig. Und als ich denke, wir könnten nun tiefer nicht sinken, bemerke ich, dass seine Füße stark stinken. Warum habe ich den noch mal mitgenommen? Oh, ich glaube, er ist gekommen. Es ist in diesem Augenblick. Oh nein, das ist. Habt ihr seine mitbekommen? Gekommen. Okay. Ich glaube, er ist gekommen. Es ist in diesen Augenblicken, dass ich verflucht das Reste ficken. Die ganz schwierige Wörter geben, dass das ganz schwierig wird, auf die Wörter zu reimen, aber so. Die drei Wörter, die ich bekommen habe, auf die das auf jeden Fall zutrifft, sind Plombieren, Abschleppseilbahn und periphere arterielle Verschlusskrankheit. Achso, der Typ mit dem Wollen wir ficken übrigens, hat dann geschrieben, oh, voll süß von dir, was bedeutet Reste ficken für dich? Also wir sind auch zusammen und die drei Wörter sind Plombieren, Abschleppseilbahn und periphere arterielle Verschlusskrankheit. Ich mochte immer schon Studenten, vor allem die der Medizin. Doch mussten die vom Liebeschenken sich Analysen unterziehen. Mein Vater war sehr darauf bedacht, dass nur Gelehrtes über Nacht und unter seinem Dache blieb und Bildes mit der Tochter trieb.
15 an, aber mir auf Reisen mit Kind und Kegel zu entgleisen schon gefiel. So teilte ich mein Eis am Stiel auch gerne mal mit Fremden, bis sich auf fremden Händen beschleckte Stellen fänden. Auf diese Weise ging es fort in jeder Bar vom Strandresort, bis mein Vater wutentbrannten Schuldigen ganz bei mir fand und Regeln etablierte, es küsst, wer erst studierte. Ich bin mir klar, er meinte mich, doch schon ging das wissentlich und suchte nach Studenten, um davon abzulenken, dass ich zu jung zum Küssen war, wie er bloß dachte. Mir war klar, dass brave Lippen küssen und auch lutschen dürfen müssen. Beim nächsten Urlaub nach Venedig, den ich mit meinen Eltern machte, traf ich Studenten, einer redlich, der glockenhell und gerne lachte. Doch wie ich später rausbekam, war nicht nur dieses Lachen, sein Esprit, sein Witz und Charme ansteckend, auch sein Rachen. So gab es auf der Fähre eine bakterielle Kurzkusseinheit. Da plötzlich kam mein Vater, periphere arterielle Verschlusskrankheit. Kannst du das buchstabieren, Junge, ohne Knoten in der Zunge? Die Münder schreckten rückwärts. Mist, warum war der hier Germanist? Auf 10 wankte gen Sonnendeck der Rachenkranke. Hinfort mit dir, der Vater grollte, als ich nur mit den Augen rollte. So ist das immer, leidiges Blag, so war das damals schon in Prag, als du noch keine 16 warst. Eine Abschleppseilbahn war doch nur das edle Stück Architektur, das den Petrinberg kühn erreicht, mit einer Seilbahn farbenreich und großer Tradition. Ach, hätte ich dieser Dirnestadt doch einfach einen Sohn. Ich sollte bis ins Studium und im fortgeschrittenen Stadium dir deine Locken abrasieren und Körperöffnungen plombieren. Der Germanist indes war fort. Krebsrot mein Kopf, weil hier und dort man wisperte und tuschelte, mit wem der Backfisch kuschelte. So tat mein dummer, voller Mund vor allen denen Wahrheit kund, was leider unverzeihlich war. Du bist wohl neidisch, Herr Papa. Zwischen den Büchern der germanistischen Bibliothek der Uni Köln. Treten Sie noch nicht so oft auf? Ich trete nicht auf. Ich habe jetzt nur gedacht, es ist so wenig bei 6 Leute. Ich dachte, sonst sind es immer 10. Ja, aber sind Sie noch nie vor einem größeren Publikum damit aufgetreten? Ja. Das war nur... Oh. Wo er ist und was? Auf Tinder, um ein Gedicht zu kriegen, ne? So, wie heißt Ihr Profil da? Ja, Elena. Elena. Also ich habe so ein Bild, das kennt ihr diese Face-App, wo man so Männer und Frauen und umgekehrt machen kann? Ja. Okay. Also mein Ex-Freund als Frau, wenn ihr den sucht, dann findet ihr Elena. Am besten jetzt sucht in der Nähe Elena, werden Sie ja finden, weil sie ist ja hier im Raum. So, man kann dann auf Tinder zu sehen, Elena.